Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem sehr erfreulichen Video, denn am 9. Dezember ist es ja soweit, da kommt das frühe Kreidezeit-Pack für Jurassic World Evolution 2 raus und gleichzeitig mit dem ersten DLC kommt auch ein kostenloses Update für alle Spieler raus mit sehr, sehr coolen Inhalten, welche wir gleich einmal ganz schnell gemeinsam durchgehen werden. Aber erstmal nochmal ganz kurz zu dem DLC. Ich hatte dazu ja schon ein Video gemacht mit dem Release-Trailer. Und das habe ich jetzt erstmal wieder offline genommen, weil das eigentlich noch gar nicht hätte rauskommen dürfen, dieser Trailer. Der wurde aus Versehen geleakt und deshalb muss ich das Video offline stellen. Nicht, dass ihr euch wundert oder so, das war nicht, weil ich Kritik oder sowas geäußert habe. Das war lediglich, weil das Video eigentlich noch hätte gar nicht raus sein sollen. Aber jetzt gehen wir auf das kostenlose Update ein, über welches ich mich mega freue und was auch ehrlich gesagt meine Ansicht zu diesem DLC nochmal komplett verändert. Aber gehen wir erstmal jetzt hier auf diesen ganzen Forenbeitrag ein. Ich werde ihn so schnell wie möglich machen und überfliegen und mit den wichtigsten Infos eigentlich nur einmal durchgehen. Also das Ganze kommt am 9. Dezember raus mit halt diesem DLC, wo 4 Dinosaurier bzw. 2 Dinosaurier, ein Flugsaurier und ein Wassersaurier drin sind. Die habe ich hier markiert, die Namen. Die lese ich jetzt mal nicht vor, weil die sind nicht so einfach auszusprechen. Und wie gesagt, gleichzeitig mit diesem coolen DLC am 9. Dezember kommt auch noch ein kostenloses Update für alle Spieler raus, welches neue spielbare Karten für den Sandbox-Modus in das Spiel bringt. Ja, ganz neue Karten sind es nicht, aber kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Als nächstes haben wir mehr Gebäude und Bausets. Und dann gibt es noch neue Felsvorsprünge für Flugsaurier, auf denen die dann landen können. Dann haben wir Änderungen an der Lebensqualität. Das sind, glaube ich, nur so ein paar Anpassungen bei einigen Dinosauriern, was die so an Anforderungen haben, damit sie glücklich sind in ihrem Territorium, also dass dann da ein bisschen der Platz runtergeschraubt wurde oder das angepasst wurde, dass sie mehr Felsen brauchen und, also das wurde auch noch ein bisschen angepasst. Und wir haben einige Bugfixes. Wir gehen jetzt aber erstmal nochmal ein bisschen auf diese Gebäudesets ein, die wir in das Spiel bekommen oder in den Sandbox-Modus. Das sind die DFW-Gebäude-Sets bekommen wir und Jurassic Park-Gebäudesets. DWG sind, glaube ich, diese hier mit diesem grün Design, die gab es nämlich nur in der Kampagne. Das ist die Department of Fish and Wildlife, ja, Gebäudeset-Reihe, sage ich mal. Und von dieser bekommen wir im Sandbox-Modus die Gebäude erstmal, dann Toiletten, Lagunen, Hotels und Aussichtsplattformen. Also eigentlich einmal fast alles. Also das, was man hier ja eigentlich ungefähr sehen kann. Ist ganz cool. Dann haben wir natürlich noch mehr Möglichkeiten im Sandbox-Modus. Und ja, freue ich mich natürlich sehr drüber. Zudem bekommen wir auch noch einige Gebäude im Jurassic Park-Stil, unter anderem Lagunen und auch Aviarien. Dabei muss ich sogar sagen, dass ich so ein bisschen diese verschiedenen Aviarien-Designs vermisst habe, weil die hat man ja am Anfang, als wir uns über das Spiel informiert hatten, als es noch nicht draußen war, schon öfter gesehen, dass dann auch mal ja so ein Aviarium war mit keinem Glas und nur Käfig und sowas. Sowas bekommen wir jetzt auch im Sandbox-Modus. Ziemlich cool, mehr Auswahl ist immer gut. Da kann man sich natürlich nur drüber freuen. Und zusätzlich zu den Gebäudesets bekommen wir auch noch die 5 Karten aus der Kampagne zusätzlich im Sandbox-Modus als Auswahlmöglichkeit. Das heißt, wir können dann nach Arizona reisen. Wir können zu den Washington State Mountains reisen. Wir können jetzt endlich einen Park an dem wunderschönen Flughafen von Pennsylvania bauen. Oder sogar in den Wäldern von Oregon bauen. Und zu guter Letzt können wir auch noch in den Yosemite National Park. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Yosemite. Bin mir nicht sicher, seid mir nicht böse, wenn es falsch war. Ja, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, auf diesen 5 coolen Karten zu spielen, da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann bekommen wir auch noch eine richtig coole neue Funktion,
Wenn wir dann einen Sandbox-Modus starten, dann kann man ja die Karte und sowas auswählen. Und auch die Ära, glaube ich, am Anfang. Und so ein paar Einstellungen kann man auf jeden Fall machen. Aber wir bekommen jetzt auch noch eine zusätzliche Funktion, nämlich, dass man abgeflachte Karten hat, ohne Bäume und Büsche. Und dass man dann wirklich von Grund auf selber anfangen kann. Dann haben wir hier als letzten Punkt noch Landepunkte oder Landeplätze für Flugsaurier auf Felsen. Das heißt, die können jetzt auch auf diesen Felsen zwischenlanden und sich dann mal da drauf setzen. Dann kann man auch mal im Aviarium schön die Felsen platzieren und dort, also ich glaube, das sind dann eigene Felsen, die man platzieren kann. Ich bin mir da mal nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass es die bereits vorhandenen Felsen sind oder ob es spezielle sind, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall können dann diese Flugsaurier auf diesen Felsen landen und sich dann dort mal ausruhen. Dann kann man die ganz cool so vor einer Beobachtungsgalerie oder so platzieren. Und da kann man wirklich die Flugsaurier super gut beobachten. Und ganz zu guter Letzt wurden noch einige Sachen im Chaos-Theorie-Modus angepasst von der Schwierigkeit, dass weniger Stürme kommen, dass die Dinosaurierkrankheiten nicht so häufig sind, dass die Dominanzkämpfe nicht so häufig sind und, weil das war ja wirklich teilweise ein sehr, sehr unangenehmer Akt, sag ich mal, in dem Chaos-Theorie-Modus, weil der Schwierigkeitsgrad irgendwie nicht so ganz gepasst hat. Das wurde auch angepasst, finde ich richtig cool. Und jetzt muss ich nochmal meine Meinung dazu sagen. Ich freue mich sehr über dieses kostenlose Update. Es ist wirklich cool. Es sind coole neue Funktionen. Und deswegen finde ich auch jetzt mittlerweile das DLC echt voll gerechtfertigt. Weil man hat ja nicht die Pflicht, das DLC zu kaufen. Aber Frontier gibt uns ja kostenlos etwas. Und dann kann man noch, wenn man noch mehr haben will, zusätzlich reinpayen und sich das DLC kaufen. Und dann finde ich es nicht ganz so abzockemäßig. Also wenn dann ein kostenloses DLC dazu kommt, ist es schon ganz cool. Ich hoffe nur, dass dieses DLC mit diesen 4 Urzeitlebewesen dann nicht allzu teuer sein wird. Weitere Infos darüber habe ich leider noch nicht gelesen oder so. Ich weiß noch nicht, wie teuer es sein wird, aber sobald ich was weiß, werde ich euch selbstverständlich so schnell wie möglich informieren. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.